Ding, ding. Was ist Sapling? Walla Bena Party geht, Tabas Sapling. Ding, ding, es ist Conning. Was in der Fling? Komm mal zusammen. Ding, ding, Top 50. In der Fling. Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Reaction. Ihr habt uns unzählige Nachrichten geschickt. Wirklich? Was ist da los mit The 50? Warum reagiert ihr nicht auf The 50? The 50 ist so nice, ihr müsst drauf reagieren. Und dann hat uns Prime Video höchstpersönlich geschrieben, ey Jungs, warum reagiert ihr nicht auf The 50? Und dann haben wir gesagt, ja, stimmt eigentlich, warum reagieren wir nicht auf The 50? Ja, richtig, deswegen gehen wir jetzt rein. Wir sind ein bisschen spät dran, 12 Folgen sind jetzt gerade schon draußen. Mhm. Und wir haben uns gedacht, wir steigen jetzt einfach mal ein, indem wir die ersten 8 Folgen hier am Stück gucken und dann sozusagen so eine kleine Recap-Folge machen. Also wir gucken es jetzt im Schnelldurchlauf durch. Alle, die es schon gesehen haben, für die ist das jetzt wahrscheinlich sowas wie... ein kleines Best-of. Ja, ein kleines Best-of. Schön die Highlights nochmal angucken. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, so wie wir, die können jetzt mit uns zusammen hier einsteigen und ja, wir bringen euch alle auf den neuesten Stand. Yes. Im Laufe der nächsten Tage gibt es dann nochmal die Reaction auf die Folgen 9 bis 12 und dann sind wir pünktlich zum Finale voll auf der Höhe, Leute. Jawohl. Und werden dann schön alles hier mit euch aufarbeiten. Ja. Den Link zu The 50 bei Prime Video findet ihr natürlich in der Beschreibung. Ja. Und wir packen euch auch nochmal den Link rein zum Instagram-Post, denn einige von euch wissen das vielleicht, bei The 50 spielen 50 Reality-Stars darum, dass einer ihrer Follower am Ende den großen Jackpot abräumt. Boah, richtig gut. Das heißt, ihr könnt theoretisch auch gewinnen. Ja. Ihr könnt der glückliche Gewinner am Ende sein, wenn ihr auf den richtigen Reality-Star setzt. Ja. Alle Infos dazu, wie gesagt, unterm Instagram-Beitrag verlinken wir euch hier in der Beschreibung. Und jetzt würde ich sagen, ich will rein. Folgen 1 bis 8, Leute. Ja. Let's go. Let's go. Den Kollegen habe ich schon gesehen auf Social Media. Das ist scheinbar der Game Master. Ja? Ja, ja. Also er veranstaltet die ganze Geschichte. Also dieser mysteriöse Löwe spielt, glaube ich, keine unwichtige Rolle. Okay. Meine neuen Spielkameraden kommen. Sie wussten null, was sie erwartet, als sie mir ihre hübschen Hintern verkauft haben. Boah, wenn du bei 50 Kandidaten der Erste bist, der aussteigen darf. Stark. Das ist schon ein Ritterschlag, ja, oder? Ja, ja, schon. Philipp Pavlovic, Dschungelkönig auf jeden Fall. Stimmt, ja. Ich stelle mir gerade vor, wie hart das sein muss, das Ding überhaupt zu organisieren. Ey, das habe ich mir auch schon gedacht. Also 50 Reality-Stars, das alles zu koordinieren. Boah, dieser Produktionsaufwand. Ah, aber ich bin wirklich gespannt, wie sie es umsetzen. Ja. Aber es sind auch echt viele dabei, die man kennt, ne? Also gefühlt... Schon. Also das, wir müssten eigentlich so gut wie jeden da kennen, ja, oder? Mittlerweile. Ja, und ihr wahrscheinlich Profis auch. So, da haben wir Jenny Elvers, Menderes. Oh, Menderes. Ah, Jamila. Ja. Sie war auch Dschungelkönigin. Ja. Menderes doch auch, oder? Nee. Ja, oder? Ah, der war auf jeden Fall im Dschungel, aber ich weiß nicht, ob er Dschungelkönig war. Ich glaube schon. Die Legats. Oh, die Legats. Vater und Sohn. Da war Paulina. Eieiei. Kasala. Oh, Paul Janke? Ey, da müsste ich jetzt aber direkt sagen, Staffel 2 von The 50 könnten wir mit Die Krette dahin gehen. Ja, oder? Wenn die Legats dahin gehen. Ja, aber, ja, safe. Dann ja wohl auch wir mit der Krette, oder? Ja, safe. Wie geil wäre das denn? Bewerben wir es raus. Liebe Grüße an The 50 Team. Ja. Wir sind natürlich gerne dabei. Super gerne. In der zweiten Staffel. Da sehe ich Diogo auch noch. Ja. Boah, man kann sich wahrscheinlich gar nicht alle merken. Paul Janke, richtig geil, dass er dabei ist. Ja, voll. Geil. Ey, das ist wie so ein großes Klassentreffen. Ja. Echt? Let's go! Oh, ihn kennt man von TikTok. Ja? Ehrenmann Marius heißt er, glaube ich. Marius oder Ehrenmanrius auf TikTok? Ehrenmanrius! Okay, Ehrenmanrius. Auch ein umständlicher Spitzname. Ja. Oh, der Sindermann. Oh nein. Oh, Kate! Ich komme gar nicht hinterher mit den Namen. Christina. Dani Büchner. Cosimo! Wer ist das? Wer ist die in Minden? Matthias Mangiapane. The Pinken. Ach so, die war in der Big Brother Staffel von Chris. Janine Pink? Janine Pink, oder? Boah, hätte ich aber auch nicht direkt erkannt. Die ist ja so aufgebotox. Bei ihr sieht's aus, als ob sie ein neues Gesicht hat. Boah, sie hat direkt gelästert.
Serkan. Oh, jetzt wird's gefährlich. Oh, nee. Ich bin kein Paco. Fan. Alter, was ist denn da los? Yasin. Yasin natürlich. Boom. Einfach ein Schloss. Nicht so, wie du es kennst. Bilder oder so. Schloss. Nein, Tommy. Oh, nicht nein, Tommy, nein, Hilfe. Nicht Tommy. Zum ersten Mal tretet ihr nicht für euch an, sondern für eure Follower. Bei mir sind gekauft. 70.000 habe ich damals gekauft, um zu starten, um diesen, wie nennt es, Starterpaket, damit man so, yeah, ich bin da, weißt du, ich bin Motherfucker und so. Geil! Und dann hat jeder gesehen, ich bin jemand. Und dann plötzlich kamen die anderen automatisch. Ey, so sympathisch. Ist aber richtig, dass er das so wirklich geil. So sagt, weil, also... Safe, er ist ja auch garantiert nicht der Einzige. Er ist nicht der Einzige. Sowohl im, also früher schon in der YouTube-Bubble gab es Leute, die es gemacht haben. Safe. In der Reality-Bubble hundertprozentig richtig viele, die so ein bisschen nachhelfen. Ja, ich kann das aber auch verstehen. Ja, ich weiß genau, was Sinn, er meint. Ich sehe das auch häufig bei Unternehmen und so weiter. Ja. Das sieht halt komisch aus, wenn du 100 Follower hast. Safe. Und ja. So die ersten 10.000, die können schon helfen. Du gehst auf die Seite ja. Und du nimmst es anders wahr, wenn da 10.000 zum Beispiel steht. 100%. Im Vergleich zu 150. Ja, ja, total. Und ich finde es voll geil, dass er dazu steht. Ja, also wenn ich jetzt anfangen müsste, irgendwie mit Reality oder YouTube oder was auch immer, ich würde mir auch so 30.000 Follower kaufen ja, und halt so sofort diesen blauen Haken. Also, ja, der hat zwar ja. An Bedeutung verloren, aber es sieht trotzdem. Ja, es sieht direkt nach was aus. Dann wirst du ernst genommen so ein bisschen. Ja. So ist es ist halt. Ist traurig, aber ist einfach ja, so. Safe. Geil, ich feier, dass das erst so droppt. Bester Mann. Das gesamte Geld erhält einer der Follower des Gewinners. Das ist aber eigentlich geil. Ist auch für die Teilnehmer geil. Ja, weil alle kriegen dann neue Follower. Ja, die kriegen so, richtig Follower dann. Aber wenn du gewinnen willst, musst du ja eigentlich allen folgen. Ja, du weißt ja nicht, wer gewinnt. Ja, eben. Und du kannst ja auch nicht tippen. So, ich glaube, Cosimo gewinnt das. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja super gering. Ja. Zu Beginn des Wettbewerbs starte ich das Spiel mit einer Jackpot-Summe in Höhe von 50.000 Euro. Da stand übrigens, Leute, bis zum 31. März könnt ihr noch teilnehmen. Das heißt, obwohl wir hier einen Spätstart hinlegen, ihr könnt noch am Gewinnspiel teilnehmen, stark, scheinbar. Stark. Ja. Ich würde mich ja sehr freuen, wenn einer unserer Zuschauer, aus unserer Zuschauerschaft, das Geld des Gewinners bekommt. Stell dir vor. Das wäre ein Traum. Ich werde euch jeden Tag vor Herausforderungen stellen, in denen ihr Geld dazu gewinnen oder verlieren könnt. Also so kenne ich es nicht. Entweder spielst du für dich und du gewinnst. Aber meine Community ist ja mein Herz. Wie lange dauert es allein, die O-Töne des Tages aufzunehmen? Krank, mit 50 ja, Leuten. Wirklich, Alter. Okay, also Prinzip ist auf jeden Fall verstanden. Ja, ne? Voll. Prinzip ja. Ist klar, Leute. Ja. Und ja, wir schauen weiter. In der Branche, du bist doch sowieso mit keinem richtig befreundet. Ich weiß, was du meinst. Eigentlich hat man nicht so wirklich so richtige Freunde. Du wirst ja meistens auch enttäuscht, weil ich finde immer, also alle Leute, denen ich zum Beispiel in der Branche bis jetzt vertraut habe, da wurde ich eigentlich immer enttäuscht. Oh. Was? Du siehst doch schon jetzt, wie die Grüppchen hier im Endeffekt sind. Du siehst so viele Leute, die sich jetzt hier alle so ein bisschen anzecken und alle versuchen, so ein bisschen als Team zu arbeiten. Aber was sollst du machen, wenn 50 Leute aufeinander ja. Kommen? Sollst du dich in so einen riesigen Kreis stellen ja, und mit so allen gleich viel ein reden? Ein gemeinsames Gespräch in so einer 50er-Gruppe. Vor allem, da sind ja safe auch Freunde dabei, die sich ja, kennen. Safe. Also, das ist doch ganz normal. Das ist 100% genau wie wirklich wie bei so einem Schulausflug. Da bilden sich doch immer Grüppchen. Ja, ja. Also er macht doch auch gerade eine Gruppe mit Menderes auf. Ja. Dani Büchner hat sich vor der letzten Show bei mir eingeschlemmt. Dann habe ich mich weich kochen lassen, habe alles gemacht, dass sie wirklich bis ins Finale kommt. Und wen lässt sie dann nicht ins Finale kommen? Erik Sindermann. Ich liebe immer Leute, die in der dritten Person von sich sprechen. Das ist immer sehr Erik sympathisch. Erik Sindermann. Ja. Wer war nicht im Finale? Erik Sindermann. Wer wird auch bei The 50 nicht das Finale erreichen? Erik Sindermann. Dani, können wir ganz kurz reden? Nee. Oh. Vergiss es. Du denkst doch nicht wirklich, dass ich mit dir rede, oder? Sag doch bitte einfach, dass du mir die 50.000 Euro genommen hast. Das ist. Sag doch. Muss man aufhören, Dani zu belästigen. Sie will das nicht. Oh, was? Es geht direkt ab. Du bist sowieso ein falscher 50er. Hast du irgendwie das Bedürfnis, hier irgendwas zu klären, oder was? Ich habe das Bedürfnis, was zu klären. Weißt Dani. Du, was mein Bedürfnis ist? Ja, dann sag doch bitte. Nicht mit dir zu reden. Ja, warum? Okay? Ich will mit dir nicht reden. Ja, weil du hast doch nichts verloren. Weil du bist sowieso schlecht in den Spielen. Du hast kein Wissen. Du bist schlecht in den Spielen. Du hast sowieso nichts zu sagen. Der ist verrückt. Du bist schlecht in den Spielen, denn du hast kein Wissen und du bist schlecht in den Spielen. Ja, okay. Ja, okay, gut. Mist. Ja, überzeugt. Ich hätte ihn betrogen um 50.000 Euro. Ich wusste gar nicht, was los war, ehrlich gesagt. Diese Frau hat mir 50.000 Euro geklaut und... geklaut?
weil er in der Show nicht ins Finale gekommen ist. Dani, zeig doch mal bitte ein bisschen Rückgrat. Komm, man kann doch, wenn man einen Fehler macht, kann man doch auch sagen, dass man einen Fehler gemacht hat. Aber sag es bitte. Also wenn es ihm ums Geld geht, dann sollte er vielleicht erstmal aufhören, sich aus Geld Anzügen zu nehmen. Oder? Stimmt. Dann sparst du schon mal 50.000 Euro. Ja, ist so. Du gehst mir richtig auf die Nerven. Ja, Dani, aber dann sei doch mal bitte ehrlich. Sag doch bitte sorry, Dr. Sag mal, bist du verrückt oder was? Dann würde ich doch cool finden. Junge, ist der verrückt, ey. Ich bin der, der das reale Herz hat. Du bist nicht real. Also meistens sind die, die immer betonen, dass sie sehr real sind, ja, eher weniger real. Ja, hat die Erfahrung gezeigt. Ja. Okay, scheinbar geht's direkt ins erste Spiel. Ich bin gespannt. Nice. Wo bin ich gelandet? Oh, ich kann's nicht glauben. Der Esel, dann der Löwe und die Katzen. Keine Ahnung, ich bin nicht so kreativ bei einzelnen Wörtern, weißt du? Ja, so wie Völkerball, so weißt du, so Abtreffele. Abtreffele! Das Spiel endet, wenn 15 von euch rausgeflogen sind. 15? Okay, direkt 15 raus? Dann sind die auch sofort ganz weg? Das Spiel beginnt jetzt. Es geht ja hier auch um die Wurst, sag ich mal, ne? Meinst du, die Schützen haben so die Vorgabe bekommen, jetzt so nicht so auf die Top-Reality-Stars zu schießen? Verschwörungstheorie! Dass die so sagen, also ich hätte denen gesagt, guck mal hier, zum Beispiel so ein Yassin, das ist so ein Zuschauerliebling. Ja. Guck mal, dass ihr jetzt nicht so direkt auf ihn zieht. Weiß ich nicht. Haben die wahrscheinlich nicht gemacht. Ich hab gehört, nee, was ich auf jeden Fall schon mitbekommen habe, es gibt noch so einen Mechanismus, dass Leute nicht direkt raus sind. Und zwar, ich will jetzt nichts Falsches sagen, wahrscheinlich sehen wir es gleich eh. Ja. Die eine Challenge gewonnen haben, dürfen jemanden von denen, die verloren haben, noch schützen. Und so ist vielleicht gewährleistet, dass nicht direkt dann jemand, der sehr beliebt ist, rausfliegt. Okay, verstehe. Genau auf mich. Jetzt geht's noch, Alter. Der bezieht mich die ganze Zeit. Wenn wir nicht als Kandidaten dabei sind, ich würde mich so auch als Löwe oder, ja, hab ich auch oder schon Katze gedacht. Oder Hase melden. Aber hätte ich auch Spaß. Also da oben stehen macht bestimmt auch Spaß. Ja, ja, safe. Safe. Naja. Hunde, bitte begleitet die Verlierer zum Schloss. Oh, ist Erik Sindermann raus? Wer gönnt ihm denn da die 50.000 Euro wieder nicht? Wer klaut ihm die? War das wieder Danny Büchner? Ja, ihr schuldet ihm das jetzt. Ja, ja. Wer auch immer da diesen Ball auf ihn geworfen hat, der schuldet ihm 50.000 Euro. Nur aus Neid habt ihr den jetzt abgeworfen. Mann, Mann, Mann. Das Schicksal dieser Spieler liegt nun in euren Händen. Die Hasen werden gleich jedem von euch ein Telefon zur Hand geben. Damit könnt ihr 5 Spieler retten. Oh, 5. Okay, dann fliegen nur 10 raus. 10 Spieler werden noch heute mein Schloss verlassen. Oh mein Gott. Das ist hart. Aber es ist eine gute Idee. Gefällt mir. Ja, ich mag's auch. Ihr seid die Verlierer des heutigen Arena-Spiels. Die Gewinner hatten die Macht, 5 von euch zu retten. Jeder Gewinner hatte dabei 5 Stimmen. 10 von euch müssen noch heute mein Schloss verlassen. Wer von euch darf in den Augen der Gewinner weiterhin im Spiel bleiben und wer nicht? Das wäre so lustig, wenn Erik jetzt rausfliegen würde. Ja, das wäre so geil. Das wäre so witzig. Ironie des Schicksals. Ja. Der erste Spieler, der mit den meisten Stimmen gesaved ist, mit 30 Stimmen... 30 ist Stimmen? Spieler... Von 35. Matthias. Boah, krass. Boah. Krass. Okay, scheinbar ist er sehr beliebt. Ja, da kann man sich schon ein bisschen was drauf einbilden. Ja. Nicht weiter. Mit einer Stimme. Oh, wie unangenehm. Ist Spieler. Oh, Cliffhanger. Ah, Cliffhanger. Okay. Wie gut, dass wir jetzt nicht warten müssen. Wie auf gut, die dass es Folge. Hier bei uns in diesem Recap keinen Cliffhanger gibt, denn wir gehen jetzt direkt rein in die zweite Folge, Leute. Ganz kurz, erstes Zwischenfazit. Gefällt mir. Also mir gefällt es sehr gut. Gefällt mir. Ich finde die Aufmachung auch voll geil. Aufmachung voll ist geil. Der Aufwand, den die betrieben haben. Ja, ne? Und es ist auch ein schönes Tempo drin. Also finde ich auch. Ich finde, oftmals sind erste Folgen immer sehr zäh. Ja. Und jetzt hast du aber direkt, okay, du lernst die Leute kennen, zack, zack, wir haben schon mal ein bisschen Beef. Rein ins Game, direkt erste Entscheidung. Tschüss. Ja. Stark. Finde ich auch gut. Nicht weiter. Mit einer Stimme ist Spieler Erik. Oh, eine Stimme. Geil. Schade, kannst dein Drehbuch nicht mehr auserzählen. Boah. Er ist echt maximal unbeliebt. Schade, ich hatte mir gerade seinen Namen gemerkt. Raus. Tja.
Aber das ist die Strafe für diesen unsympathischen ja, Auftritt. Ja, wirklich, verdient. Ich bin extrem am Boden gerade. Ich kann jetzt auch nicht sagen, irgendwie über das Schönreden. Ich bin hier mit als Erster rausgeflogen. Das ist für mich einfach eine große Blamage. Du bist nicht mit als Erster rausgeflogen, du bist als Erster rausgeflogen. Nicht mit. Also von als den Ersten warst du noch der Erste, ja, der rausgeflogen ist. 49 sind gerade noch drin. Du bist the one. Du bist wirklich the one gerade, der draußen ist. Mit einer Stimme. Das bin ich. Ist Spielerin Giselle. Giselle. Oh. Ich glaube, sie kennt man noch von Germany's Next Topmodel. Ja. Und ich glaube, sie war auch im Dschungel. Ja, die war unfassbar anstrengend. Der fünfte Spieler, der nicht weiter ist, ist Spielerin Gloria. Oh. Spieler Manni, nimm bitte deine Münze mit. Aber ist schon gemein. Also bei manchen hat man so ein bisschen Schadenfreude. Ja. Aber manchen denken sich auch so, boah, der freut sich so auf sein neues Format. Also bei Manni hätte ich jetzt gedacht, dass der ja so beliebt genug ist, um drin zu bleiben. Ja. Meine Community hat mir so viel ermöglicht und jetzt hätte ich die Möglichkeit gehabt, was zurückzugeben und zwar einen richtigen Batzen Geld. Randy! Tschüssi! Oh! Ah! Ah, was ist da denn passiert? Oh, wie ist das denn passiert? Aua! Oh, wie unangenehm. Oh, es tat doch weh. Es tat doch weh, oder? Sicher in der nächsten Runde ist Herr Menderes muss rein. Ja. Menderes. Ja. Du darfst in den Recall. Ich hab nicht gedacht, also bedanke mich. Also, ist krass. Okay, danke. Definitiv raus aus der Nummer hier. Georgina. Leider versemmelt hat es Spielerin Tanja. Oh, Tanja. Ah. Mit 15 Stimmen gerettet wurde, warum auch immer, Georgina dann. Spieler Nico. Nico. Spielerin Georgina, mit nur 14 danke, Stimmen bist du weg vom Fenster. Okay, aus The 50 wurde The 40. Ja. Jetzt wird's schon mal ein bisschen übersichtlicher, würde ich sagen. Ja, ja. Das erste Fuchsspiel steht an. Einer oder eine von euch muss dabei euren Jackpot retten. Am besten, ihr fangt an zu beten. Mann, ihr kleinen Bastard, ich will essen. Wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Ihr kleinen Bastard. Ich will essen. So würde ich nicht mit dem Löwen reden. Nee. Oder mit dem Fuchs. Das ist ja ein Fuchsspiel. Stimmt. Was wollt ihr von mir, meiner Kudung? Im Hühnerstall bricht. Aber das ist geil. Ich glaube, wenn du da mitmachst, hast du wirklich das Gefühl, so bei so einem großen Game einfach mitzumachen. Ja. Dann läuft da dieser Fuchs durchs Haus und du weißt, der schnappt sich jetzt ein und der muss zocken. Voll geil irgendwie. Ach Mann, das ist ja wirklich so radikal nervig, Digga. Tschüss, viel Spaß dir. Ach, Digga. Ach Mann, ey Junge, was wollt ihr von mir? Oh, Ehrenmannrius. Ehrenmannrius. Muss direkt ins Fuchsspiel. Jetzt bin ich ja wirklich langsam ein bisschen Angst. Ich mach gleich meine Augen auf. Och, Digga, was willst du von mir? Digga. Der will dir richtig Gas geben. Besiegst du den Fuchs, erhöhst du euren Jackpot um 5000 Euro. Und was, wenn nicht? Wenn du versagst, seid ihr 5 Riesen ärmer. Oh. Ach, aber ich flieg nicht raus. Boah, also kannst zum einen am Ende richtig viel Geld für einen Follower geben, aber ja, theoretisch richtig wenig. Ja, wahrscheinlich sogar bis gar nichts. Ja, bis gar nichts. Wer als erster seine 5 Muttern rausdreht, hat gewonnen. Ab die Post. Boah, das ist so ein richtiges Schlag-den-Rab-Spiel. Oh mein Gott, ja, das stimmt. Aber man weiß natürlich gar nicht, wie gut der Fuchs darin ist. Vielleicht ist der Fuchs ja professioneller Mutterdreher. Ja, klar. Ich habe schon sehr früh gemerkt. Aber boah, Marius. Oh, ja, beide gleichzeitig. Marius, du Maschine. Was war das für eine Megatechnik? Diese Doppeltechnik war stark von ihm. Ja. Komm schon. Ja, er macht so 2 gleichzeitig. Ja, der schafft es. Ich hab's! Auseinandergenommen hab ich dich! Die 5. Ja! Auseinandergenommen hab ich dich! Also direkt 55.000 im Pott oder was? Ich müsste mindestens noch die Hälfte raus, dass ich mich ja, natürlich. Das haben wir gestern noch gesagt. Wegradiert mich lieber. Wen meinst du denn? Ja, so, sorry. Ich finde den TikToker lustig, ja. So, aber weiß ich nicht. Das ist doch nicht das, was wir machen. Das ist was ganz anderes. Das hat so diesen komischen Vibe, das hat man im Sommerhaus schon oft erlebt. So dieses
hier diese Islander oder so, weißt du, wenn da so über Dating-Formate gesprochen wurde, so nach dem Motto, ich bin was Besseres, das, was ich mache, ist besser als das, was du machst und so, und dann sich da so abzugrenzen. Aber so. Serkan ist ja auch dafür bekannt, immer schnell zu taktieren, auch die Leute so ein bisschen zu manipulieren. Ja, ja. Aber auch was für eine Aussage, es müssen mindestens noch 20 Leute hier raus. Ja, eigentlich müssen alle hier raus. Es müssen alle raus. Außer der Gewinner. Das ist ja der Sinn des Spiels. Ja, ich habe auch da schon wieder gelesen, also dafür ist er ja auch bekannt, auf Sympathie legt er nicht so viel Wert. Er ist einfach ein Player. So, ne? Player er hat einen Gameplan, so, den verfolgt er mit allen Mitteln. Ja. Ihr habt 3 Minuten Zeit, um euch in der alphabetischen Reihenfolge eurer Vornamen an den Händen zu halten. Oh. Bei 40 Leuten... Ja, muss man hinkriegen. Ja. Verbockt ihr es, werden 2000 Euro von eurem Jackpot abgezogen. Das ist für die durchschnittliche Menschheit ein Monatsgehalt. Für die durchschnittliche Menschheit. Für uns Stars ist das ein Mittagessen, aber... Und ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Also ich glaube nicht, dass das für die durchschnittliche Menschheit... Ich glaube dann, also wenn das so wäre, dann wäre die dann Welt ein besserer Ort. Ja, ich glaube, dann wird es allen Menschen deutlich besser gehen bei den meisten. Ja. Beginnt jetzt! P! Y ganz am Ende! Einfach auf den P! Ich würde einfach sagen, ey, hier vorne ist A und hier hinten ist Z. Ja. Und stellt euch schon mal so grob auf, wo ihr denkt, dass ihr hingehört. Genau. Dass alle schon mal in einer Reihe stehen. Ja, und dann innerhalb der Buchstaben sollen sich die Leute sortieren einfach. P! P! Habt ihr gehört, da ist P! Das klappt sowieso nicht. 3, 2, 1, aus die Maus. Punkt. Oh nein, jetzt bin ich gespannt. Oh, da ist irgendwas schief gegangen. Das hat echt nicht geklappt. Anna. Karina. Cecilia. Chris. Christina. Cosimo. Dani. Jogo. Jamila. Langsamer. Ehren Manrius. Eva. Philipp. Gary. Julia. Janine. Jenny. Kate. Hä? Ehren Manrius hat doch dann geschummelt. Das ist doch, also er heißt ja Marius, oder? Da würde ich direkt den Punkt abziehen. Michelle. Nico. Nina. Paco. Paul. Paulina. Rafa. Rainer. Sam. Serkan. Theresia. Thorst. Tobias. Tommy. Vanessa. Yasin. Jasmin. War richtig, oder was? Ein Wunder ist geschehen. Oh. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Glückwunsch. Nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. Also Jackpot auf 57.000. Hätte ich nicht gedacht. Hör auf, darin gewöhnlich. Davon habe ich gehört. Ich habe gerade gemerkt, Yasin, Jenny Elvers? Bist du 32 dieses Jahr geboren? Setzt jetzt auf den Enkeltrick. Wollte ich gerade schon mal sagen, ein bisschen mehr darauf achten. Die Bauchbinden sind underrated. Die sind, da waren ein paar gute bei. Gute Perlen dabei. Ja. Setzt jetzt auf den Enkeltrick, ist schon mal nice. Hä? Ich weiß jetzt, wo ich hingehöre. Wie kann das denn jetzt? Ich weiß, wo ich hingehöre. Warum denkst du? Gibt's da eine Vorgeschichte? Das fährt sich gut an, der ist mir sympathisch, der riecht gut, der ist entzückend, der ist aufmerksam. Hä? Wo kommt das denn her? Die rattern sich ja gefühlt die ganze Zeit weg, ne? Das kam so aus dem Nichts, ne? Ja. Da gab's wirklich keine Vorgeschichte. Nee. So, nächstes Arenaspiel. Let's go! Ihr habt eure Partner gefunden. Und okay, so funktioniert das Spiel. Wenn die Musik beginnt, müsst ihr in der schwarzen Zone miteinander tanzen. Ah, so ein bisschen Reise nach Jerusalem? Ich glaube, ja. Ja, wir wollen eigentlich auch, wie das deftige Essen, auch deftiges zu tun haben im Sport. Ich bin ein großer Thorsten Legert-Fan. Ja, ich auch. Und er hat auch die besten O-Töne. Ja, er hat immer die besten Analogien und Metaphern. Ja. Das ist einfach Gold. Wir haben ja auch einige Videos mit ihm gedreht, ne? Stimmt, back in the day, 2016. Wo er auf unsere Videos reagiert hat. Das war legendär, super legendär. Wenn sich ein Spieler trotzdem noch bewegt, ist nicht nur er raus, sondern auch sein Partner. Ah, das ist wie dieses Red Light, Green Light. Stimmt. Kreisende Bewegungen, ne? Und dann kommt der Rhythmus raus und dann fühle ich das so und dann bin ich da. Ich gebe zu, das machen die gut. Aber als Reality-Stars ist sinnloses Rumstehen und Nichtstun für die ja auch ihr ganz normaler Alltag. Hey, Jamila. Du hast wunderschöne Lippen. Spielerin Jamila, du hast dich bewegt. Ah, wie das gemein. Bedeutet, Jamila und Nina Christine sind raus. Wie gemein. Und dann noch beide ins Team direkt raus. Oh, das ist aber fies. Du weißt ja nicht, warum dich der Löwe anspricht. Nee, wirklich. Oh. Das ist fies, ja. Oh. Cosimo, der ist ein richtig guter Tänzer. Natürlich. Hallo, der Checker vom Neckar. Boah. Der kann doch niemals anhalten, oder? Nee. Wenn er einmal anfängt zu tanzen. Nee, null. Und dann
Bam, Spieler. Spieler Leon, du hast dich bewegt. Wo denn? Das war mal sehr streng. Das war einfach nur ein Zittern. Ja. Spieler Leon, du hast geatmet. Tschüss. Wir gucken, wie wir das hinkriegen. An alle Verlierer, euer Schicksal liegt nun in den Händen der glorreichen... So, wie viele Verlierer haben wir? 6, 7, 8? Ich glaube 8, ne? Mhm. 4 Couples. Teams. Mal sehen, wie viele wieder gesaved werden können. 7 von euch fliegen jetzt aus der Show. 7 von 10? Ah, von 10, ja. Okay. Mit den meisten Stimmen gerettet wurde, mit 22 Stimmen, ist Spieler... Ja, der sich bewegt hat als letztes gerade. Wie heißt er? Leon? Leon? Leon. Leon. Ja. Wer ist er denn überhaupt? Kennt man ihn? Also kennst du ihn? Ich kenne ihn nicht. Ich habe jetzt nur auf ihn gesippt, weil gerade alle so Mitleid mit ja, ihm hatten. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Aber aber ich kenne ihn nicht. Okay. Vielleicht auch TikToker oder... Schreibt's in die Kommentare. Ja. Nicht weiter mit jämmerlichen 2 Stimmen. Ist Spieler Paul. Geh heim in deinen Rosengarten. Okay, ciao. Jasmin. Du musst deinen Gary jetzt verlassen. Mit etwas Glück ist es ja nicht für immer. Als nächstes raus aus dieser wunderbaren Show... Vielleicht folgt er dir ja auch noch. Nina Christine. Nina Christine. Oh, wer ist das nochmal? Ich kenne sie auch irgendwoher, ich kann sie aber nicht zuordnen. Ich weiß die hat nicht. Doch ganz früher immer so Tough-Beiträge gehabt und echt? So weiter. Ja, ja, da wurde immer über sie gefragt. Kann ich mich nicht dran erinnern. Hat sie so einen auf Paris Hilton gemacht. Echt? Ja, ja. Spieler? Philipp, nimm deine Dschungelkrone und geh. Oh, was? Krass. Das ist doch wieder Serkans Werk schon, oder? Ja. Ist das? Mit starken 21 Stimmen sicher in der nächsten Runde. Oh, Chris und Eva. Eva. Das Ex-Couple. Spieler Chris. Ja, klar. Er ist Chris, hat seine ganzen Homies dabei. Ja, ja, ja. Spielerin Eva. Spielerin Jamila. Eine von euch darf bleiben. Die andere hat fertig. Ich sage, Eva bleibt. Ja, hätte ich auch gedacht. Eva. Sorry, Jamila. Eine Dschungelkönigin muss gehen. Aber es geht echt hart. Schlag auf Schlag. Knallhart, ne? Ja. Schlag auf Schlag. Ist raus, nice. Raus, raus, raus. Wir haben hier eine Sahne. Hinter mich! Ich geh über den Müll. Wir haben eine Sahnesoße hier für dich. Also überall, wo es erotisch wird, ist Yasin. Ja? Entweder leckt der Jenny Elvers ab oder er füttert einen nackten Ehrenmann Rios. Das hat mit einem Niveau zu tun. Ja, ich weiß, was du meinst. Das Niveau sinkt. Ja. Das ja. Niveau sinkt. Papa Thorsten. Ich glaube, das hat doch was wirklich mit Erziehung zu tun. Du hast doch Werte vermittelt bekommen. Und das kannst du doch umsetzen. Du musst dich nicht anpassen an dumme Leute. Meinst du, Thorsten hat die letzte Temptation Island Staffel gesehen? Ich hab mich auch gerade gefragt. Ja, also, ob dein Sohn alle Werte umgesetzt hat, die du ihm so beigebracht hast? Der Nico ist nicht so. Nee. Der Nico ist ein anständiger Junge. Und der Nico ist jung, dynamisch, ehrgeizig, Hochleistungssportler. Er hat Kraft, er hat Wissen, Cleverness, Emotionen, lieb, bedürftig. Ja. Das ist, ja. Der Nico ist ein anständiger Junge. So. Thorsten, bester Mann. Ja, wirklich. Da ist ja kein Schamgefühl, da ist keine Hemmschwelle. Ja, da ist ja, 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 ja. Man ja, schämt ja, sich halt für ja, nichts, weißt du? Ein Schwein hat mehr Niveau als mancher hier. Schade. Ein Schwein hat mehr Niveau als mancher hier. Oh, der Fuchs. Der Fuchs. Der Fuchs geht wieder rum. Oh, oh Gott. Es ist Theresia. Paulina! Paulina ist die Auserwählte. Zocken. Jeder von euch hat ein Brett mit 4 Kugeln und 4 kleinen Löchern. Ihr müsst die Kugeln auf den Löchern platzieren. Ihr dürft dabei immer nur das Brett anfassen. Oh, Geschicklichkeit. Ah. Geschicklichkeit. Vor allem, der fällt ja auch so leicht wieder raus aus diesem kleinen Loch. Ja. Der Fuchs hat's. Ja. Ja, als Fuchs könnte ich mich auch gut ja, sehen. Ja, ja. Safe hat der Fuchs aber auch vorher 2 Stunden lang geübt, oder? Ja, also 100%. Der Fuchs hat einen Vorteil. Du musst ja schon jemanden hinstellen, so. Der ist ein bisschen kann. Der ist ein bisschen kann, so. Ja. Sie hat safe verloren, Mann. Nein! Doch! Oh nein! Nein!
Helden. Jetzt macht endlich hin und kommt zügig zur Arena. Es geht Schlag auf Schlag. Es geht schon es wieder geht in die Schlag Arena. Auf Schlag. Ich mag das Tempo. Ich mag ich auch. Das Tempo ich auch. Echt. Frau Cosimo hat sein Game Day Outfit schon wieder dabei. Nice. Bin ich richtig Gänsehaut? Ich bin jetzt schon für Cosimo als, als Sieger. Ja. Okay, was genau müssen die jetzt machen? Schwarz! Er sagt eine Farbe und dann müssen die rüberspringen. Ah, okay. Ach, rot, da vorne. Schwarz. Rot, schwarz. Weiß. Ah, nee, schwarz-weiß. Schwarz! Ja, okay. Ja, und die Spieler sehen nicht, welche Farbe es ist. Also die mussten sich das am Anfang merken, weil für die sind die Platten alle rot. Nur wir als Zuschauer. Ach so! Wir als Zuschauer sehen okay, das. Okay, ja, stimmt. Schwarz. Hör auf! Das ist richtig asozial. Boah, ich würde dir am liebsten töten. Hey, Konzentration! Weiß. Ja! Aber den O-Ton von Christina, ich glaube, den hättest du bekommen, wenn du nach jedem Kandidaten gefragt hättest, oder? Ja. Ich könnte am liebsten töten. Egal. Thorsten, Nico L., Menderes, bitte schließt euch den Hunden an. Oh, Papa und Sohn. Ah. Es liegt in den Genen. Ja, ich glaube, die standen hintereinander. Und dann ist es wirklich so, wenn der vor dir geht, gehst du mit. Ja. So, wer wird gesaved? Was ist los, Alter? Kalt? Wer darf bleiben? Ja. Reibung erzeugt Wärme, Junge. Nicht weiter. Mit einer armen Stimme. Oh, meine Stimme. Okay. Ist Menderes. Nein! Verlasse jetzt den Raum der Menderes. Entscheidung. Das ich glaube, dass da diese ganze, also die Reality-Bubble schon die stark hält zusammenhält. Stark zusammen, ne? Ja. Also die würden jetzt keinen Paco rauswählen, nee. Glaube ich. Und auch keine Michelle wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht, ja. Das ist schon hart. Man kann ja nicht immer gewinnen. So, und da muss man auch mal scheitern. Und ist halt, das gehört zum Leben dazu. Das ist irgendwie geil, wenn Menderes sagt, man kann ja leider nicht immer gewinnen. Ja, wobei, hat er jetzt den Dschungel gewonnen schon, oder? Ach doch, ja. Ich guck mal jetzt ganz schnell nach. Ich meine, er hat den gewonnen. Ich glaube nämlich auch. Dann hat er ja was gewonnen. Komm schon, Menderes. Ja, 2016. Ja, Glückwunsch nochmal nachträglich. Du hast gewonnen. Mit 3 Stimmen gewählt ist Spieler Nico. Sagt Tschüss zu Papa und verlasse den Raum der Entscheidung. Nico raus. Ja. Ist halt so. Er ist noch nicht lange genug im Game. Nee. Der erste Spieler, der weiter ist. Mit 18 Stimmen. Paco. Geh, mach. Paco, setz dich zu dem Gewinner. Was wäre das für ein arroganter Move, wenn er einfach schon gegangen wäre? Geh. Ja, okay. Ja, ich bin's eh. Mit 8 Stimmen. Ist. Ja, die Kommst beiden du? Links werden gehen müssen dann wahrscheinlich noch, ne? Kate. Oh, doch nicht! Kate! Geh zum Friseur. Krass. Geh zum Friseur. Der gemeine Löwe. Der gemeine Löwe. Wirklich. Och. Heftig. Michelle. Setz dich zu den Gewinnern. Oh, jetzt bitte Thorsten. Ich will Thorsten noch ein bisschen behalten. Ja, ich brauche noch ein paar O-Töne von Thorsten. Ja. Einer von euch wird kein Teil mehr von The Thorsten. 50 sein. Mit 21 Stimmen gerettet. 21? Boah. Komm, Papa Thorsten. Spielerin Julia. Ja. Spieler Thorsten, mit 3 Stimmen bist du nicht. 1 Uhr! Oh, Mann! Okay, also hatte Thorsten genauso viele wie sein Sohn. Ja. Es ist auch völlig egal, was die anderen so von uns sehen. Es passt einfach, weil alle irgendwie voll den Knacks weg haben. 3, 2, 1, go! Die Bros! Die Bros machen erstmal Männersachen. Wir werden die ganze Zeit alle eliminiert, auch vor allen Dingen die Frauen. Ja. Und deswegen du musst müssen wir alle anfangen. Zusammenarbeiten. Genau, wir müssen jetzt und die zusammenarbeiten. Haben das kapiert. Ich habe folgenden Vorschlag. Ja. Wir müssen dann strategisch sagen, ja klar, wir wählen den Mann und machen es dann anders. Ja. Das ist nicht Spielen, das ist Krieg. Ich will für Frauen jeden Mann opfern. Ganz simpel. Im Krieg sind alle Waffen erlaubt, vor allem die Waffen der Frau. Okay, jetzt ist auf einmal so ein Männer gegen Frauen-Ding. Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass diese Männergruppe halt auch
ja, sehr, sehr stark ist. Also mit Yassin, Paco, ja, Togo. Ja, ja, ja. Das sind, glaube ich, auch in so einer Gruppe dann so relativ ja, meinungsmachende Leute. Kann ich mir auch vorstellen. Und man sieht ja auch an den Stimmen, die kriegen halt richtig viele Stimmen. Die werden ja, immer gesaved. Ja, stimmt. Und ich glaube, dann führt es automatisch dazu, dass sich die Mädels so dann zusammentun. Allianz ja, 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 das geht, glaube ich, gar nicht anders. Ja, ja, ich hatte Bewährung, damals 2 Jahre. Was hast du gemacht? Einer hat meinen Ex am Arsch so geschlagen. Ja. Dann habe ich dem den Zahn weggeschlagen. Gerichtskosten, ich war bei 20.000 Euro. Boah, teurer Zahn. Ey, glaub mir, 2 Jahre Bewährung war schlimmste Zeit meines Lebens. Warum? Angst immer gehabt. Jede ja, Bewegung denkst du, boah, boah, jeder will dich ficken. Ein falscher. Wenn es eskaliert wäre, 2 Jahre drin, Alter. Hast du eine Faust auch gehabt? Ja, ein bisschen. Mittelfinger, ne? Ja, Bruder, siehst du, das sind seine Zähne hier. Der Zahn steckt noch im Finger. Beweisstück A. Ja. Heute würde ich viele Sachen anders machen. Ich würde in Schule einfach lernen, richtig. Heute würde ich Handschuhe anziehen. Ohne Spaß. Was? Bruder, ich wäre Arzt geworden. Boah, Dr. Cosimo. Boah, Cosimo könnte so ein richtig erfolgreicher Hochglanz-Schönheitschirurg in, ja, mein, in Miami, ja, sein. Okay. Oh, mit diesen Glitzer-Outfits, ja, und so. Ja, ja, safe. Ja, das wäre geil. Oh. Der Fuchs treibt schon wieder sein Unwesen. Wen schnappt sich der Fuchs denn jetzt schon wieder, Mann? Die wollen doch einfach nur feiern. So, Matthias Mangiapane hat's getroffen. Mhm. Auf geht's. Besiegst du den Fuchs, erhöhst du euren Jackpot um 5.000 Euro. Scheiterst du? Da hätte ich schon keinen Bock mehr, wenn der Fuchs mir so gegenübersteht. Nee. Ich habe dieses Spiel 14 Tage lang, 20 Stunden täglich geübt. Jedes Mal, wenn du ein Quadrat schließt, gehört es dir. Oh, danach wird dein Chip nicht wie gewohnt in deine Futterluke, sondern in ein geschlossenes Quadrat gelegt. Hast du ein Quadrat geschlossen, bist du nochmal an der Reihe. Jedes Holzstäbchen muss ein bereits gelegtes Holzstäbchen berühren. Am Ende des Spiels gewinnt derjenige, der die meisten Chips... Ich gewinne. Ah, geil. Aber das ist geil. Ja, ja. Ich merke jetzt schon... Aber das ist bestimmt so, dass das so wie bei 4 gewinnt oder so, dass es so ein paar Taktiken gibt, wenn du das schon öfter gespielt hast. Wie du den anderen dazu zwingen kannst. Dass er eins schließen, dass er eins schließen lässt, dass du eins schließen kannst. Ja, ja, genau. Man darf ja nie das dritte legen, ja, in einem Quadrat. Boah! Und dann wird am Ende richtig abgerechnet. Ja, ja. Dann am Ende kommen die ganzen Quadrate. Oh, da kann Matthias aber jetzt... Aber gut, jetzt können beide einschließen, ja, das, ne, stimmt. Ja gut, aber musst du machen. Ja, ja, irgendwann... Das ist ein geiles Spiel. Ja, das ist echt geil. Ach nee, du darfst ja nochmal. Stimmt, du darfst ja nochmal. Oh, das möchte ich haben. Gibt's das? Ist das ein Spiel, was es wirklich gibt? Schreibt mal in die Kommentare. Wie heißt es? Ja. Es wird sofort gekauft. Ich will das auch haben. Oh, jetzt wieder. Oder ist der Fuchs wirklich so ein richtiger Profi? Er weiß genau, es läuft darauf hinaus, dass er gleich am Ende 12 Stück in Folge bekommt. Ja, weil ich glaube, bei den großen Kästchen, sobald da ein Stab reingelegt wird, kannst du die komplett voll machen halt. Ja. Ne? So, jetzt muss er ihm wieder eins vorbereiten. Naja, aber dann müsste Matthias trotzdem gewinnen. Ja, ja, ich glaube schon. Ja, der gewinnt. 11 zu 14, glaube ich. Mein Fuchs! Du hast mich ein zweites Mal enttäuscht. Stark. Geil. Stark von Matthias. Ja, geiles, ja, Game, wirklich. Dann haben wir wieder 57k im Jackpot. Ja. Wenn ihr den Anführer aus der Frauengruppe raushaut. Darum geht's nicht. Dann habt ihr die Gruppe ja verloren. Richtig, aber das ist nicht das Spiel bei uns. Guck mal, wir machen keine Politik zwischendrin, wir machen Politik, wenn das Spiel war und danach. Fertig. Mhm. Ah ja, okay. Julia sieht sich also als Chefin der Frauen. Ja. Und wenn man sie raushaut, dann verliert man die ganze Gruppe. Deswegen, ja, man sollte sie besser nicht raushauen. Das ist gefährlich. Und die reden alle miteinander und die ficken uns. Aber nicht alle. Nicht Chris, alle. Chris, bei den Mädels haben wir Paulina, Christina. Dafür auch noch eigentlich. Michelle, nein, nein, Michelle und Cecilia auch. Michelle und Cecilia. Oh, da glaub mir das. Das ist wirklich diese Reality-Bubble, ne? Ja, und das Spannende ist halt, je länger es voranschreitet, ja, irgendwann sind halt nur noch 10, 9, 8, 7, 6 Leute drin. Ja, ja. Und dann müssen ja auch die innerhalb der Gruppe langsam, richtig, anfangen zu taktieren. Ja. Und sich so denken, okay, jetzt langsam muss aber mein Homie auch mal raus. Weil ja, ja, ja. Ich will das Ding hier gewinnen. Ich will schon gewinnen. Ja. Tschüss, Paco. Aber bitte, jetzt mit einer Frau, die wirklich
so alt ist wie meine Mutter und die Arme, denkt dann wahrscheinlich noch, dass er das ernst meint. Hallo, Yasin meint alles ernst. Zweifelt Paulina gerade wirklich an der Liebe zwischen den beiden? Mach einfach den Kopf zu, es reicht. Ja, dann rede nicht rein in den Sachen, was ich mache. Yasin ist die Art Fliegenfänger, diese komischen Klebrigen, die so ein bisschen eklig sind, wenn man so dran hängen bleibt. Die einfach alles, Flusen, Haare, Fliegen, alles auffangen. Also ist Jenny Elvers für Sie eine Fliege oder eine Fluse oder ein Haar? Schön. Kurz vor den Wechseljahren dreht die Mutti durch. Komme ich da auch noch hin? Aber es dauert noch, oder? Ja, bei mir anscheinend auch. Bisschen Cis-Talk. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Hä? Dass um die Villa herum nach dem Dreh ekelhaft viele Kippen lagen. Oh, ja. Oder? Ja. Da sind viele Raucher bei und ich kann mir vorstellen, dass die da schnell mal dazu geneigt haben, die hier an der Hauswand kurz auszudrücken und dann so irgendwo hinzugehen. Der Zigarettenfriedhof. Ah. Bin nicht doof, Justin. Ich weiß schon, dass du da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hast. Denkst du, also die Kippen, weißt du, wie ich meine? Deshalb, Rachel, und? Das ist rein strategisch schlau, was du tust. Absolut. Yasin, du liebst sie gar nicht? Ah, was? Yasin möchte Jenny Elvers nicht heiraten? So, nächstes Arena-Game. Ja. Reise nach Jerusalem. Reise nach Jerusalem. Ekelhaftes Spiel. Ja. Das habe ich auf so Kindergeburtstagen immer gehasst. Ich hab's auch gehasst. Weil das ist so stressig und man alle schummeln auch immer ja, dabei. Ja, es gibt auch immer dieses nervige Kind, was sich dann so viel zu penetrant auf so einen Stuhl drängelt. So. Ja, oder was nicht richtig weiterläuft. Ja, genau. Oh. Was viel zu lange an den Stühlen anhält. Ja, immer so in Zeitlupe und dann ganz schnell zum nächsten rennen. Ja, mach es auf, Alter! Digga! Ich bin direkt hinter dir! Boah! Mario spielt richtig unfair. Man sieht's ja, er geht immer von Stuhl zu Stuhl und läuft nicht wie alle anderen. Und ich finde, es sollte schon ja, fair für alle sein. Laufen! Und? Oh, Carina, Diogo. Diogo, ja. Theresia, Janine. Eieiei. Teures Spiel. Das ist so ein Scheißspiel. Das ist so stressig. Ja. Wenn ich etwas sehe, was nicht stimmt und ich dann einen Nachteil davon habe, um zu gewinnen und mir das den Weg erschwert, dann werde ich sauer, dann werde ich auch richtig aggressiv. Dieses Spiel bringt wirklich die schlimmsten Seiten eines Menschen zum Vorschein. Ja. Oh, ich schwöre, ich spiele nicht mehr fair, hat Serkan gesagt. Die geht so, so. Junge, lauf, Alter, lauf! Aber die können doch nicht alle rausfliegen und dann stimmen nur vier Leute ab, oder was? Das verstehe ich gerade auch nicht. Irgendwas vielleicht kommt darf der Eingewinner entscheiden. Nur noch ihr vier habt die Chance auf den weißen Joker. Okay, also scheinbar zocken die es jetzt bis zum Ende. Ja. Und der das Spiel gewinnt, der kriegt einen Joker. Okay. Und kann dann, wenn er mal Verlierer ist, mit einem Gewinner tauschen. Das heißt, er ist dann safe und der Gewinner ist raus. Das boah, ist schon. Das ist schon viel Power. Oh ja, okay, da wird jetzt Ehrgeiz drin stecken. Ja. Nicht so schnell, Leute. Leute, nicht so schnell, nicht so schnell. Es dreht sich alles. Marius, nein. Nein. Er ist gefallen. Es dreht sich alles. Mir geht's gut, aber alles dreht sich. Das ganze Bild. Das ganze Bild. Als wäre das so ein Monitor. I'm feeling good, like everything is circling. Alles dreht sich einfach nur. Sonst fühle ich mich gut. Everything is circling. Everything is circling. The side, it's circling. Like never in my life. I didn't even knew this is possible to circle my world was circling. Das ist ein geiler Monolog. I didn't even know this was possible in my life. The whole world is circling. Ist das geil? You can do it, but if you are feeling bad again, then I go through myself. Yes. Mir geht's jetzt wieder gut. Yes. Then I go through myself. Yes. Ja, kann ich noch ein bisschen zocken? Yes. Okay. Danke. Wenn du nicht mehr kannst, dann geh raus. Weißt du, was ich meine? Marius ist der Inbegriff von Show. Er lässt sich dann am Boden fallen. Boah, ich glaube nicht, dass das eine Show war. Das sah schon ziemlich. Man hat ihm schon angesehen, unkontrolliert aus. Ja. Geh raus, Diggi, Alter. Du hast nicht verdient, den Joker zu gewinnen. Ja, okay, dann geh ich raus. Sonst ja. Gut. Sorry, aber das ist echt. Serkan, ein richtig schlechter Verlierer. Wie unsympathisch, ja. Ja. So, Yasin oder Cecilia? Hey, oh, das ist so ekelhaft. Also zum Zuschauen ist gut, aber ich will es nicht selber spielen. Nee. Wahnsinn, also mir dreht sich alles komplett. Es geht nicht schneller. Also, oh. The world is circling. The world is circling. I've never seen this in my whole life. I didn't know it was possible. Geil, Glückwunsch an Cecilia. Ja. Hör drauf, wenn die Leute dir was sagen. Was wurde mir denn gesagt? Bruder, ich hab dir einmal gesagt, lauf schneller. So. Also du, es hat von dir keiner verlangt, dass du sprinten sollst, ja? Aber das hält das Spiel auf. Aber ich bin doch immer schneller gegen Ende gewesen. Ja, aber schau mal, ich bin vor dir rausgeflogen. So, vielleicht bin ich aber auch wegen dir irgendwo rausgeflogen, weißt du? Ja, ja klar. Ein Serkan fliegt nicht aufgrund eigener Schwäche raus.
Da müssen andere schuld sein. Ich habe jetzt keinen Bock, dass du wieder gleich in deinem Film bist, falls wir ein Spiel haben sollten. Und ich verliere dann wegen deinem Film und stehe dann später auf diesem Podest und muss zittern, weil ich rausfliege. Okay, aber wer rausgeflogen ist, hatte jetzt scheinbar gar keine Bedeutung, ne? Nee, also nicht es war nur, es ging wirklich nur um den Joker. Ja, genau. Und egal, ob du rausgeflogen bist oder nicht, das weiß ja, egal. Ich finde es so unsympathisch, schon sehr kennt jetzt gerade wieder. So, es liegt eigentlich auch am Spiel. Also das Spiel ist so, dass du unfair spielen musst, so ein bisschen. Ja. Also irgendwie. Ja, und es gehört auch Glück dazu. Du musst halt, die Musik muss halt stoppen, während du gerade eine gute Position hast, ne? Ja, ja, eben, genau. Also, lass Marius in Ruhe hier. Ja, ehrlich. Eigentlich hast du dich jetzt gerade gegen 27 andere durchgesetzt. Ja. Was soll ich denn machen? Soll ich noch ein bisschen weiterlegen, so, weil, ja, dass du mich nicht auf dem Schirm hast? Gleich fliege ich da rechts. Siehst du, ja, jetzt der Stratege Nummer 1. Ja, hey, ja, Cecilia, ja, ich fand dich schon immer cool. Verlierst im Halbfinale einfach absichtlich. Und dann holst du den krassesten raus. Und dann holst du, dann wechselst du mit dem einen Stein. Oh, stimmt. Ja, ja. Da kannst du richtig, voll, eine richtige Strategie fahren. Ja, Mann. Aber die anderen würden natürlich dann richtig krass auf dich schicken. Deswegen, das muss so clever eingesetzt werden. Das muss so clever eingesetzt werden. Und besonders clever wäre es, wenn du mich nicht rausschmeißt. Boah, also, Traumvorstellung für mich wäre jetzt, clever. Serkan kommt richtig weit irgendwie so ins Finale. Und Cecilia schmeißt ihn mit seiner Strategie raus. Schmeißt ihn dann mit seiner eigenen Strategie raus. Ja. Das wäre mein größter Traum. Unsere Aufgabe ist es, vom Hasen zum anderen Hasen eine Kette zu bilden mit ganz vielen Klamotten und alles, was wir haben. Sieht die Oberteile aus. Ja. Frauen am besten komplett nackt ausziehen. Alle Strategie, nur fürs Spiel. Ich finde das auch ekelhaft. Ich gucke auch weg. Ich hasse das. Nehmt das Schloss auseinander. Stell dir vor, du nimmst so ein richtig unpraktisches Möbelstück. Ja, so ein Sofa. So ein Schrank. Alter, das ist bestimmt Weltrekord vom Guinness Buch der Rekorde. Alter, safe. Safe, ja. Die längste Menschenkette von einem Hasen zu einem anderen Hasen. Es fehlte ein Teilnehmer in der Kette. Was? Wie? Wer fehlt? Na, guck, da oben ist er am Fenster. Nein. Wer? Oh, ein Gespenst ist am Fenster. Marius. Was, Ehrenmann? Das Ehrengespenst. Was macht der da? Hast du das Gruppenspiel verpennt? Was ist denn das Gruppenspiel? Hey Marius, hast du gerade das Gruppenspiel verpennt? Was? Drunter wie Rapunzel und sagt so, ja, oh, was macht ihr denn da? Was macht ihr da? Was? Alle Spieler mussten Teil dieser Kette sein. Labe. Ehrenmann Rius hat nicht mitgespielt. Boah. Ihr habt das Gruppenspiel verloren. Das gibt Ärger. Oh, der Arme, jetzt sind alle sauer auf ihn. Bam, verloren. Kaching. Weg ist die Kohle. Ihre beiden Geräusche, die sie gemacht Bam, hat, passen eigentlich gar nicht. Also Bam ist eigentlich so eher positiv und Kaching ja eigentlich auch Geld gewinnen, ja, oder? Ja, stimmt. Bam, verloren. Kaching, Geld auch weg. Stimmt. Bam, verloren. Kaching, Geld weg. Doch der Arm und auch lass ihn doch nicht so. Nee, Mann, der ist keine 12. Der ist 24, der Junge. Was soll das? Habt ihr deswegen verloren? Ja. Okay. Okay. Ja, gut. Ja, okay. Check ja gar nichts. Was ist mit dir los eigentlich? Wow, unangenehm. Ich bin am meisten darüber sauer, weil es wurde um Geld gespielt. Und zwar, wir kämpfen ja hier nicht jeder für sich alleine, sondern... Also sie steigert sich auch ein bisschen da rein, oder? Ja, wirklich. Es sind 4.000 Euro weg. Weil du nicht dabei warst, ja. 5.000 habe ich geholt, 1.000 bin ich noch im Plus. Stimmt. Ja. So, nächstes Arena-Game. Jetzt müssen aber wieder Leute rausfliegen. Ja, ja, ja. Auf mein Kommando zieht ihr der Reihe nach je einen Strohhalm aus. Oh. Okay, also pures Glück. Ja. Ist das jetzt wirklich so, dass die rechte Seite die Loser sind, die zur Nominierung freigegeben werden? Spielerin Anna, ziehe den letzten Strohhalm. In diesem Spiel seid ihr 8 mit den kurzen Stäbchen die Jäger. Die anderen Spieler werden zu was? Gejagten. Ah, es geht noch weiter. Okay, das war gar nicht das Spiel an sich. Nur die Teamaufteilung? Ja. Doch, wir können doch unsere Position finden. Was wird das, Schlammcatchen für Anfänger? Cecilia. Oh. Ja, ich sage dir, ne? Ich sage dir eine Sache. Hm? Ey, ohne Witz, das war dumm. Was macht sie da? Einfach so unter anderen verstecken. Ja. Oh oh. Erkennt sie sie? Cecilia! Boah! Cecilia! Denn deine Uhr hier macht. Oh, Cosimo, nein! Ah, nein! Und jetzt ran an den Späten. Den erkennt er, oder? Ja, genau so. Diese Schwalbe von Cosimo. Hallo, wo seid ihr aber zum Beispiel?
Hier ist jemand. Oh nein! Hallo! Ich habe auch extra, weil ich dachte, okay, das ist das, woran ja, das ist aber schlau. Erkennt, weil ich als einziger von so ein bisschen die Schildkrötentaktik. Diese krassen, auffälligen Ohrpiercings habe. Paulina? Oh, krass. Wie hat er das denn erkannt? An den Schultern? Du bist stolze Besitzerin des weißen Jokers. Oh, sie muss das jetzt entscheiden. Möchtest du ihn heute einsetzen? Ja. Ja, muss sie eigentlich. Ja, ich setze ihn ein. Es fühlt so, als kann. Oh, ja, stimmt. Scheiße. Nico. Sorry. Danke für das schöne Gespräch. Oh. Danke für das schöne Gespräch. Da ist jemand sauer. Ja. Janine. Zurück mit dir in den very unimportant person Bereich. Ja, Janine hat auch keine so wirklichen Verbündeten gefühlt, nee, ne? Ja, man hat sie auch wenig gesehen. Ja. Spieler Nico. Ja. Pack deine Sachen und geh zurück ins Auto. Oh, der ist sauer jetzt. Gewonnen, Joker kassiert und raus. Der hasst den Ziel ja jetzt. Überraschenderweise bleiben, weil sie mit 18 Stimmen gewählt wurde. Ja, ja, sie. Darf. Klar. Spielerin. Ah, nee, Christina? Nee. Carina? Nee, Paulina. Paulina. Ja. Bitte setze dich. Wenn du sowas hörst wie 18 Stimmen, dann weißt du immer, es ist einer von diesen ja. Reality-Superstars. Ja. Ah, nee, Carina! Ich hab, ich dachte Paulina verstanden. Ja, aber sie ist auch sehr beliebt in der Reality-Bubble. Ja, das ist die neue Frauenallianz da. Ja. Mit den zweitmeisten Stimmen gewählt ist Matthias. Oh! Matthias! Dann muss Tobi gehen. Heißt der Tobi? Ja, Tobi, könnte es treffen, ja. Zwei Stimmen kassiert hat und damit raus ist Spielerin. Oh. Christina wahrscheinlich. Paulina hat nicht mehr Christina. Mehr. Oh. Zwei Stimmen. Ich habe nur zwei Stimmen. Oh nein. Das ist krass. Das ist krass auch schon, ne? Oh oh. Oh nein, die Arme. Das nimmt sie richtig persönlich, glaube ich. Boah, glaubst du, alle, die da sitzen, haben in dem Moment richtig Angst davor, weil die wissen, dass es gleich übertrieben explodieren wird wahrscheinlich? Meinst du, da kommt noch was? Ich glaube, die geht gerade, oder? Ich mache kein Interview. Ich würde hier trotzdem bleiben, bis die alle kommen. Und ich schwöre, ich fick die alle da drin. Ich bin jetzt schon mit denen durch. So kennen wir sie. Ja. Jetzt würde ich aus Produktionssicht aber auch sagen, ja gut, dann warten wir wirklich bis alle rauskommen. Ja, safe. Mit deftigen 14 Stimmen gerettet wurde Spielerin Paulina. Ja. Okay, Tobi raus. Ich hab gesagt, ist Matthias im Rennen? Hast du ja oder nein gesagt? Hast ja. du nicht? Nein, hast du nicht. Du hast gesagt, deine Stimme geht da im rein. Im Rennen, bei mir im Rennen. Eben. Was ist denn jetzt das Problem? Und ich muss es aber wissen. Aber bei allen im Rennen wenn ich aber dann sage, Janine Pim, du hast doch gesehen, dass ich Matthias nicht ausgewählt habe. Dass sie hier im Schloss dann erzählt, ach, übrigens Matthias, Serkan, dein guter Freund, der hat nichts für dich getan. Und dann wäre nämlich hier die Hölle los gewesen. Willst du mich komplett verarschen, Serkan? Das ist eine Unverschämter, was du behauptest. Nein, das ist jetzt, nein, das ist eine Unverschämter, was du behauptest, ehrlich. Weil dein Arsch wurde durch ihn gerettet. Du hast gesagt, für euch wählen wir ihn. Hä? Ist egal. Ist egal. Wer hat für mich gewählt? Oh, jetzt. Wer hat für mich gewählt? Oh. Ihr seid so putzige Menschen. Du gehst mir aus dem Weg. Von dir hätte ich das niemals erwartet. Von dir auch nicht. Du auch nicht. Alter. Du auch nicht. Ich hab euch so in mein Herz geschlossen. Alter. Oha. Warum tut ihr das? Ich war so loyal zu euch. Ich hatte euch alle in meinem Herzen. Aber dass ihr mich so hintergeht, Alter. Hätte ich nicht erwartet. Ist okay, wenn ich rausfliege. Ja, aber was ist das? Sorry, aber ich hab dich geliebt. Ich hab dich echt in mein Herz geschlossen. Ich hab dich geliebt. Ich hab denen gesagt, bringt mich in die Villa. Ich will alle davor sehen. So, bringt mich. Ich hab die Eier, Mona Kolm. Ich hab die Eier. Die alle sind hinten. Das sind richtige Fotzen, alle. Was? Du hast mich hintergangen. Nein, weißt du selber. Ich habe alle auf euch alle gezählt. Hast du gehört? Das hat nichts mit dem. Ich habe auf euch alle gezählt. Du kannst ja nicht alles helfen. Ja, man kann nicht alles helfen. Ja, früher oder später musst du ja so jemanden gehen lassen, den du magst. Weißt du, ich habe hier gerade schwarz gesehen. Ich habe gesagt, ich fick die alle. Ich weiß, deswegen komme ich erst jetzt zu dir. Und dann brauchen wir auch nicht sagen, Entschuldigung. Kannst du deinen Hurensohn Arsch stecken? Da wird direkt die Altersfreigabe reingeknallt. Ja, Rauchen, Schimpfwörter und sexuelle Inhalte. Geil. Rauchen, sexuelle Inhalte und Christina.
Sachen auf Nein, die wir setzen. Aber ich hätte auf euch gezählt. Ja, aber wenn du kannst nichts machen. Jeder darauf zählt auf die anderen. Ja, guck mal, man kann sie am besten so veranschaulichen. Guck mal, Christina, falls du das siehst. Ja. Du sagst, du bist mit allen dort cool. Genau. Stell dir vor, alle wären nominiert gewesen und du hättest 5 saven müssen. Genau. Dann hättest du ja automatisch Leute nicht saven müssen. Die auf dich gezählt haben. Die auf dich gezählt haben, weil du cool mit ihm bist. Richtig. Das geht halt nicht. Das geht das nicht. Das ist halt so. Es ist einfachste Mathematik. Ja. Nimm das nicht so persönlich. Ich meine, ich kann es verstehen, 2 klingt halt schon zwei so klingt ultra scheiße. Erschütternd wenig. Ja. Aber ja, sie ist halt auch ein sehr emotionaler Mensch. Ja, ja. Und ich glaube, sie nimmt das halt sehr, sehr persönlich. Ja. Dieses Gequatsche, was ihr da macht, ist totaler Schmarrn. Red mit mir direkt. Ja. Hast du mich gewählt, so? Dann sage ich nein, aber mach das nicht in der großen Runde. Das ist die Strategie. Ja? Ja, gut, ja. Ja, alles gut. Alles gut. Gar keine Frage, ich glaube, sie hat sich hier überall verkackt. Sind wir fein? Ja. Ja, alles gut. Safe. Hier, hört mal auf, halt, das Schluss mit euch. Oh, der Fuchs jagt Cosimo, oder was? Der läuft weg. Schnapp ihn dir, mein Füchslein. Oh ja. Oh, Füchslein. Der Fuchs schnappt sich Cosimo, let's go. Ding, ding, was ist Sapling? Voilà, bin ab, die geht ab, ist Sapling. Ding, ding, ist er gar nicht. Was in der Fling? Komm mal zusammen. Ding, ding, Top 50, in der Fling. Gut, oder? Gut, oder? Glaubst du, die mussten unter ihren Masken lachen? Ja, safe. Safe. Solltest du jedoch wieder erwartend gewinnen, erhöhst du den Jackpot um 10.000 Euro. Geil, Mann. Geil, Mann. Deine Aufgabe ist es, die Becher in genau dieser Reihenfolge zu stapeln. Geil, Mann. Geil, Mann. Ah, okay. Was sieht der Leute aus betrogen, Alter? Was ist das Dick, Dick, Dick? Was ist das Dick, Dick, Dick? Aber war nicht lila ganz oben? Sehr gut, mein lieber Fuchs, die rein. Ah, nee, da, die blaue Fahne ganz oben. Ah, gemein. Guck, Cosimo macht so, er fängt so in der Mitte an. Nein! Scheiße, Alter, Mann! Komm schon! Ja, den holt er. Nein, Mann! Nein! Scheiße, ich hatte das! Was geht ab, Mann? Was ist das für ein Scheiß? Ich hatte früher wie ihn. Hat er gemacht? Ja, ja. Cosimo, bitte, Junge, ey. Hey. Oh. Wie Kakerlake am Anakum. Was ist mit dem los? Wie Casino hat er gespielt. Der war so schnell. Das war nicht, ich schwör, das war voll schwer. Einmal tatatatatata. Die Kakerlake. Wie Casino. Ich war auch voll auf einmal. Ich hatte so eine Taktik auf einmal, wo man so tatata macht, weißt du? Die kennen das Game ja gar nicht. Scheiße, Alter. Wer kriegt das Geld eigentlich? Instagram oder was? Boah, wäre das eine Verschwendung, das Geld so an Instagram zu überweisen? So ein Milliardenkonzern. So aus dem Meta-Konto. Hier, Herr Zuckerberg. Wir wollten Ihnen 43.000 Euro schenken. Wir wollen was zurückgeben. Ihr habt 3 Minuten Zeit, das wahre Alter von jedem Teilnehmer zu addieren und mir das Gesamtalter zu nennen. Boah, einen wählen, der gut in Mathe ist und dann einfach alle nebeneinander stellen und dann durch. Wirklich. Bam, 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 bam. Ja. Das würde ich gerne spielen. Ja. Nein, oh nein, nicht bleibt durchdrehen. Cosimo, bleibt an den Tischen, rechnet an den Tischen eure Alters zusammen. Nein. Oder so. Eure Alters. 749. 749, oder? Also eigentlich kann nichts mehr schief gehen. Meine lieben Additionsartisten, ihr habt das Gruppenspiel? Wartet, ich muss kurz rechnen. Komm. Verloren. Oh. Das kann nicht wahr sein. Hier wurde wie immer mit dem Alter geschummelt. Da hat sich jemand jünger gemacht. Minus 8.000 Euro. Oh mein Gott. Bald müssen die einen Follower auswählen, der dann der Produktion Geld zahlen muss. Ja, wirklich. Cosimo, mein kleiner Tiger, ganz ruhig, du wirst deine Energie noch brauchen, glaub mir. Let's go. Okay, let's go. Casino hier, da, 1, 2, 3, zack, 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 zack. Ihr versammelt ein Team hinter euch, indem ihr abwechselnd einen Spieler aus dem roten Rechteck wählt. Der gewählte Spieler muss sein Antlitz in ballerinenhafter Manier über den roten Balken balancieren. Der Boden ist tabu. Hat es ein Spieler geschafft, stellt er sich hinter seinen Kapitän auf. Ah, und das Team, das am Ende mehr Spieler hat, gewinnt. Ich denke auch, ja. Boah, das ist schwierig. Boah, das ist, glaube ich, echt schwierig. Krass, ja. Was ist die Taktik? Langsam oder einfach richtig schnell?
so drüber rennen. Boah, ja. Dann knickst du so um. Oh, das sieht gut aus. Oh, und barfuß sogar. Mehr Grip an deinen Füßen. Gute Idee. Nimm das andere Bein am besten auch noch hoch. Oh, das ist schwierig. Krass, ja, wirklich. Wie soll das denn jemand schaffen? Okay, wir haben einen kleinen Sprung gemacht. Ja. Ach, komm schon. Wir sind in der entscheidenden Phase und Team Serkan sieht... Na also. Ja. Scheint auf der Siegerstraße zu sein. Man ist natürlich trotzdem enttäuscht. Aber wenn du siehst, das eine Team ist fast voll, dann musst du ja jetzt, wenn du für das andere Team läufst, fast extra runterfallen. Ja. Dann hast du ja keine Chance mehr zu gewinnen. Stimmt. Und dann einfach hoffen, dass du nochmal drankommst. Aber wenn du direkt extra runterfällst, siehst du voll schlecht aus. Dann will das anders. Ja, du musst eigentlich so bis zum Ende und so vor dem letzten Schritt runterfallen. Ja. Das ist die Taktik. Aber so absichtlich, dass Serkan auch direkt merkt, dass das extra war. Sehr gut. Fuck! Fuck! Aua! Scheiße! Jetzt gönne ich es mir aber auch, dass er es schafft. Ja. Ich nehme Marius. Aber warum wollen die jetzt unbedingt Marius? Also was ist die Taktik? Wahrscheinlich waren die anderen auch nicht gut. Okay. Gehe ich mal von aus. Ja. Jetzt hat er bei Eva die ganze Zeit trainiert. Ja. Und bei Serkan schafft das jetzt. Pass auf. Oh, geil. Er lässt sich immer so fallen einfach. Ja. So, wer muss gehen? Wer muss gehen? Wer wird gesaved? Spielerin Rafa Plastik. Boah, alle 12 haben für sie gestimmt. Okay, stark. Die gleiche Anzahl an Stimmen und damit sicher weiter ist Bieler Matthias. Oh, ja, stimmt, der ist auch sehr beliebt. Auch 12. Nicht weiter. Mit 0 Stimmen gewählt und damit raus aus dem Spiel und meinem Schloss. 0 Stimmen. Bring euch alle um. Oder Leon oder? Ist Spielerin. Anna oder wie heißt Anna? Sie? Heißt sie Anna? Oh. Oder doch Eva oder doch? Hier ist eine Anna, würde ich sagen. Ja. Dudum, dudum, dudum. Julia. Oh, ach ja, stimmt, ja klar. Ah, ja, ja, sie hat stimmt. Sich ja verscherzt mit den ganzen stimmt. Leuten. Ja, gut. Da kommt die Retourkutsche. Ja. Ebenfalls raus mit 0 Stimmen ist. Anna. Ja. Anna. So, wer geht als nächstes? Theresia. Ja. Ja, kann ich mitleben. Ja. Sie hat sich ein bisschen zu sehr aufgeregt, als Marius verschlafen hat, finde ich. Fand ich auch. So ein bisschen aufgesetzt. Mit nur einer Stimme raus ist Leon. Leon. Schade. Ja, auch absehbar irgendwie. Ja. Eine Runde weiter ist Cosimo. Ja! Ja! Geil. Dani. Setz dich zu. Oh, Dani, okay. Mhm. Sam. Sam, auf Wiedersehen. Ja, kann ich auch mitleben. Ja. Bin nicht so ein Riesenfan von Sam. Weiter in der Show bleibt. Weiter bleibt. Jenny. Ich komm. Wie kannst du denn mich die Mutter anmachen? Deines Kindes für alle hier verkaufen? Dein Ernst? Was? Carina, top Arbeit geleistet. Was? Was? Und warum? Bei 6 Stimmen? Bei 6 Stimmen? Das klingt blöd, aber für mich hat er mich irgendwo verkauft. Hey, warum? Was soll er denn machen? Er kann ja nicht alle dazu zwingen. Alter. Bist du bescheuert? Eva, du bist wegen ihm überhaupt so weit gekommen. Bist du bescheuert? Nicht wegen Mutter deines Kindes, Alter. Wie kann man sowas, da werde ich... Ja, wirklich in einer Gameshow. Das geht wirklich nicht. Du bist für mich gestorben. Ja, kannst auch nicht zum Vater deines Kindes sagen, du bist für mich gestorben, weil er in einer Gameshow nicht alle Stimmen einholen konnte für dich. Ja, wirklich. Also bitte. Tu doch selbst was dafür, dass du sympathisch bist und die Leute dich mögen. Oh, der Fuchs ist wieder unterwegs. Der Fuchs! Wen wählt der Fuchs? Zweimal geht nicht, nur einmal. Zweimal geht nicht, Alter. Hau ab. Go, cook white oder keep white. Keep white. Cook white. Two not. One, yeah, okay, aber two mal. Was lacht ihr, Alter? Guck weiter heißt Guck White. Mach's nicht so spannend, komm. Oh, Rafa. Let's go. Wir haben 10 Müttern. Heißen die so? Muttern. Schon wieder Muttern. Das wird schon wieder gemuttert. Die wir mittendrin diese Glasbecher treffen müssen. Ah, okay. Okay. Oh, Rafa. Das war super. Daneben. Und? Hat der Fuchs es drauf? Der hat wieder einen Monat trainiert. Zack, zack, der zack, macht zack, so 360 zack. Hinterm Rücken, schmeißt ihn hoch. Fuchs, du Pfeife. Let's go, Fuchs.
Boah! Fuchs, das wurde aber auch Zeit. Aber die einzige Mutter, ne? Alter, alles daneben. Alles daneben. Dadurch schrumpft euer Jackpot um 15.000 Euro. Oh, was? Bald hat der Gewinner wirklich Schulden. Wie teuer? Das kann doch nicht sein. Wie teuer? Mann! Warum auf einmal 15? Ich dachte immer 5 oder so. Mir ist schlecht. Ich verlose eine Privatinsolvenz an meine Follower. Let's go. 20.000. Let's go! In die Arena! Oh Gott, was? Let's go! Ey, das ist nicht für Schwarz-Weiß. Ich habe die römische Zahlen gesehen und ich weiß sofort, okay, ist eine Uhrzeit. Scheiße. Ey, ich kann diese Zahlen nicht lesen. Wie geht das nochmal? Boah. 3 ist, glaube ich, leicht. Nee, 4 ist. 4 ist. X ist 6. Glaube ich? Nee. X minus... X ist 6? Ich check gar nichts. X ist 6. Oh. Jetzt kann es eigentlich bestimmt auch was nicht. Vorschau. Irgendwie ist irgendwas in der Luft. Ich bin nackt gerade, ich bin nackt. Ich habe so einen komischen Geschmack im Mund. Ich habe gerochen, dass irgendetwas komisch war. Ich habe so ein Gefühl, heute wird was Großes passieren. Oh. Liegt irgendwie schon ein Scheißesturm in der Luft. Oh, Scheiße. Alter. Tommy, unterstell mir keine Kacke. Anscheinend bricht die Jungstruppe auseinander. Jungstruppe. Du bist so ein Opfer. Ich so, aber jetzt ist mir das alles zu gefährlich mit den Frauen. Passt. Sobald ich die Möglichkeit habe, kriege ich den Sack raus. Ich raste so aus, wenn jetzt gleich rauskommt, dass gelogen wurde. Wenn du mir sagst, du, ich habe einen Freund draußen. Dann ist sie noch abgebrüht als ich. Schau, weil das Ding ist, im Finale ist jeder gegen jeden. Okay, das war unser Schnelldurchlauf. Ich muss sagen, ich bin voll drin. Ich bin Fan. Ich bin direkt Fan. Ich finde es sehr gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben 8 Folgen am Stück geguckt und die Zeit verging wie im Flug. Ja, es hat sich gar nicht wie 8 Folgen angefühlt. Ja. Die Zeit verging schnell und man hat jetzt direkt Bock auf die Folgen 9 bis 12. Ja. Und ich würde sagen, wir knüpfen da nahtlos an und dann liefern wir euch in den nächsten Tagen dann die Reaction auf die Folgen 9 bis 12. Wie versprochen, wenn ihr alle Folgen nochmal in voller Länge sehen wollt oder auch jetzt schon mal die Folgen 9 bis 12 vorschauen wollt, bevor wir darauf reagieren, findet ihr den Link zu Prime Video in der Beschreibung und wir verlinken euch auch nochmal natürlich den Instagram bei Beitrag, wo ihr erfahrt, wie ihr am Ende vielleicht das Preisgeld abräumt. Ja, macht das mal, weil mich würde es natürlich doppelt und dreifach freuen, wenn jetzt einer unserer Zuschauer stell dir vor, auch noch das Geld mit nach Hause nimmt. Ja, schreibt mal in die Kommentare, welcher Reality-Star jetzt für euch der Favorit ist. Also auf wen würdet ihr setzen, damit ihr vielleicht am Ende das Geld abräumt? Auf alle. Auf alle. Oder ja, kleiner Trick jetzt hier von mir. Mich würde trotzdem interessieren, wer der Favorit der Leute ist. Ja. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Auf jeden Und dann gibt es hier die Tage, die Folgen 9 bis 12, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Vielen Dank. Haut rein.